Hallo zusammen, hier ist WIP Tommy mit Teil 5. Oh, mit Teil 5 des Let's Plays Vice City. In Teil 4 haben wir die Karte ziemlich leer gefegt. Der einzige Auftraggeber, der jetzt noch unterwegs ist für uns, ist Ricardo Diaz. Ricardo Diaz, prinzipiell ja mal gar nicht besonders sympathisch, der Kerl. Vor allen Dingen haben wir schon mehrere Hinweise darauf gefunden, dass er mit dem Verschwinden des Kokains und auch mit dem Verschwinden unseres Geldes zu tun haben könnte. Nichtsdestotrotz bleibt uns kaum etwas anderes übrig, als jetzt mal bei ihm vorbeizufahren und zu schauen, was er uns anzubieten hat. War das jetzt schlau? Nee, nicht so richtig. Egal. Wir werden schon zu ihm kommen. Ah. Habe ich ja kurz drüber nachgedacht, ob ich mir den noch schnappe, aber... Da sind wir auf Starfish Island und dem Ziel unserer Fahrt. Ah, ziemlich nette Villa. Na? Hey! Ich muss aber sagen, sympathischer macht es ihn mir trotzdem nicht. Jagd. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horn! I'll chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one! You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Tja, gesunde Einstellung unsererseits. Und es zeigt sich auch wieder mal fieser Möb, der Mr. Diaz. Aber ich denke, wir sollten in der Lage sein, da irgendwie Kapital rauszuschlagen. Auch wenn wir jetzt erstmal irgendwelche dummen Aufträge für ihn erledigen müssen. Ah, da vorne scheint unser Ziel bereits zu sein. Okay, und er sagte, wir sollen ihm folgen und schauen, wo er hin will. Da bin ich ja mal gespannt. Aha. Könnte sich eine Waffe lohnen, wenn wir da durchs Fenster schauen? Nee. Keiner da. Oh. Oh, das scheint er wohl zu sein. Dann nichts wie hinterher. Loser! Oh! Ah! Ne, der rennt. Okay. Ah, ich dachte schon, hier käme es jetzt zu einer Schießerei. Ich könnte vielleicht die Fässer... Obwohl, nee, Moment. Nee, ich soll ihm ja folgen. Too slow, Granddad! You better keep on running it! Eieiei.
Opa. Also ich meine, ganz so weit sind wir noch nicht. Da wartet jemand auf ihn. Im Jeep. Oh. Ein Roller. Oh. Hey, das gefällt mir aber jetzt gar nicht. Der ballert hier auf uns und wir sollen den ganz unbescholten verfolgen. Also auf jeden Fall schleicht er mal ganz schön durch die Gegend hier. Also in dem Tempo können wir ihm auf jeden Fall locker folgen. Steht höchstens die Gefahr, dass wir einschlafen und vom Roller kippen. Ach so, nee, doch nicht. Ich dachte kurz, er hätte jetzt noch an der roten Ampel angehalten. Das hätte eigentlich nur noch gefehlt. Nicht, dass der gleich irgendwie Gas gibt und ich, oh Gott, und ich mit dem Roller nicht mehr hinterherkomme. Bisher sieht es ja noch alles ganz entspannt aus. Boah, Schnarch, meine Güte. Um alles in der Welt ist das denn jetzt passiert? Okay, also ich glaube, das Video schaue ich mir nochmal an. Das habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich habe ich mal wieder irgendwas nicht gesehen. Oh, und der hat unseren Reifen getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Wo fährt er denn hin um alles in der Welt? Das gibt es nicht. Ich dachte, die Brücke wäre noch gesperrt, oder? Prawn Island. Okay, da ist die Brücke gesperrt. Ja, und jetzt? Jetzt steht er da oben. Ja, und jetzt? Müssen wir uns jetzt doch noch ein Schussduell mit dem liefern, oder wie? Ja, ich weiß jetzt, wo er hingefahren ist. Ja, und jetzt? Liebes Spiel, bitte sag mir, was zu tun ist. Was passiert denn da jetzt? Gar nichts, oder wie? Okay, also das finde ich extrem strange, muss ich sagen. Ist das jetzt ein Bug oder muss ich jetzt zurückfahren? Was ist hier los? Vielleicht kann ich mir ein Haus kaufen hier. Achso, das Filmstudio. Das klingt ja extrem cool. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja, was soll denn das? Muss ich den jetzt doch abknallen oder wie? Nee, komm. Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Mir kommen die Tränen. Okay.
Also jetzt mal ohne Witz, der steht da die ganze Zeit auf seinem Auto rum und ballert. Muss ich mich vielleicht von ihm einfach erschießen lassen, oder? Nein, wie fahre ich denn hier? Auf jeden Fall falsch. Nee, Moment. Nee, hier ist der Golfplatz. Wir müssen noch hier rüber irgendwie. Ja, genau. Genau. Oh, das Ganze nochmal. Da habe ich ja unglaublich viel Lust zu. Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß überhaupt nicht, was ich anders machen soll. Ich meine, ich kann gleich mal noch versuchen, auf den zuzulaufen. Vielleicht muss ich mich dann erschießen lassen oder... Ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht nimmt er... Oh Gott, vielleicht nimmt er Reis aus, aber... Warum sollte er? Er ist bewaffnet, kann die ganze Zeit auf mich schießen. Während ich ihm kein Haar krümmen darf. So, Freunde, das wird jetzt übersprungen. Das muss ich mir nicht nochmal anhören, was der Ricardo uns da erzählt. So. It's right, Michelle. With the way things are going under Reagan, at any moment the unwashed Huns from the Midwest could descend upon my city and enslave them. Alles klar. Und alles nochmal von vorne. Es lohnt sich immer wieder einfach mal diesem Sender zuzuhören. Es ist so geil, was die da erzählen. Schau durch sein Fenster. Tja, was mag da wohl passieren? Nichts. Und hinterher. Loser! Ja, Loser. So fühle ich mich auch. Nein! Nein, oh Gott. Das war knapp. Ja, gerade fühle ich mich auf jeden Fall auch wie ein Loser. Aber es nützt ja alles nichts. Wir können nur hinterher und schauen, ob wir diesmal zu einem anderen Ergebnis kommen. Oh, brenne ich da? Bitte nicht. Nee, okay. Oh Gott. Das habe ich aber schon ganz schön gelitten. Ich meine, bei dem Tempo könnte ich natürlich theoretisch auch noch bei einem Ammunition vorbeifahren. Ja, ich habe eigentlich auch nicht viel mehr zu erzählen jetzt. Schwank aus meiner Jugend, vielleicht besser nicht. Tja. Was ich euch erzählen kann, ist, dass ich hier neben mir GTA San Andreas liegen habe. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder richtig heiß geworden durch Vice City.
Und San Andreas, muss ich gestehen, habe ich auch noch nie durchgespielt. Ich habe es damals mal angefangen, aber irgendetwas hat mich davon abgehalten, es durchzuspielen. Ich glaube fast, ich habe eine Mission nicht geschafft. Naja. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern. Es ist ja erstmal die Frage, wie lange wir noch brauchen, diesen Typen hier korrekt zu verfolgen. Ohne ihn zu erschießen und selbst erschossen zu werden. Stand natürlich auch gerade ein nettes Bike rum, aber mir ist jetzt gerade eigentlich alles egal. Es macht ja überhaupt keinen Unterschied. Abhauen tut er uns eh nicht. Einzige Frage ist halt wirklich, wie geht's da weiter? Ich bin halt ein bisschen beunruhigt, weil ich keine Rüstung mehr habe. Das ist schon mal nett. Ja, ich meine, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt tun? Der steht da auf dem Wagen, ich kann jetzt auf ihn schießen. Und der Fahrer sitzt halt noch da drin. Ich könnte vielleicht versuchen, den genau zu treffen. So aber auch nicht. Ich kann vielleicht mal gerade gucken, gibt es nicht Missionsinfo. Schnapp dir einen Untersatz und folge ihm. Ja, toll. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt steht er da. Und nun? Was soll ich denn jetzt bitte machen? Blockt vom Herz. Okay, der Fahrer lässt sich nicht ausschalten. Ich meine, vielleicht habe ich auch einfach eine schlechte Position dafür. Was um alles in der Welt muss ich tun? Ich verstehe das einfach nicht. Ich laufe einfach mal auf ihn zu. Oh. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht. Nee, also so leid es mir tut, das ist doch wohl ein Witz. Das ist echt ein schlechter Witz. Ich kann es nicht anders sagen. Stopp! Das ist doch einfach nur ein schlechter Witz. Verfolge ihn und schau, wohin er verschwindet. Da muss ich echt sagen, hätte man in irgendeiner Form, glaube ich, die Mission ein bisschen deutlicher erklären können, aber vielleicht ist es auch einfach mein Fail, aber dafür bin ich schließlich hier.
beautiful town of a real special place filled with hopes and dreams and beautiful. Oh no, shit though! Well, not bad. Das war doch der falsche Sender, ja. Hey Chatham, so are you. If you're listening, I'm here with Australian animal lover Mr. Zoo. If you've got anything to ask him, why don't you just give us a call right now? Yeah, great. Give us a call right now, and I'll tell you anything you need to know about animals. Okay. Who's on the line? That's Hess Leonard. G'day, of course it is. And you're in Vice City. Yeah? What are you doing here? Promoting animals, mate. Don't you remember the court case? Ach, schade, es war ein schönes Gespräch gerade. Mal schauen, vielleicht geht's ja gleich weiter, wobei jetzt natürlich einige Stunden vergangen sind, aber da habe ich noch nicht wirklich drauf geachtet, wie das Spiel das handhabt. Scheint ein anderes Thema zu sein. Ach Mist, wir hatten doch auch... ja. Ich erinnere mich, es gab eine kugelsichere Weste, aber das war mehr oder weniger am anderen Ende der Stadt. Oh, das sind aber schöne Aussichten hier. Also, zum Kaufen. Umschalt. Da wird ja schon langsam fast ein bisschen knapp, aber $1000. Heftig. Heftig. Na komm, was soll's. Wer weiß, wofür es gut ist. Irgendwas, irgendwie wird es uns was bringen. Gut, dann sieht es sehr so aus, als hätten wir Ricardo Diaz Mission Nummer 2 vor uns. Es ist nichts Neues sonst auf der Map aufgetaucht. Also ab dafür. Schauen, womit er uns diesmal schikaniert. Oh, wow, wow. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Quentin. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Sehr interessant, sehr aufschlussreich. One thing puzzling me. What's with Quentin? I don't know. Geil. I always kind of liked it. Quentin bad. Bad. He hates Lance bad. Hey, I got enough of that. Aha. Lance Vance, poor bastard.
Where the hell are we headed anyway? Prawn Island! You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way though. Ah, das ist doch... Ui, das ist doch eine nette Mission. Okay, was ist jetzt los? Oh, 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 da, da geht's los. Eieiei, ich muss gestehen, das habe ich mir leichter vorgestellt. Aber klar, der Heli ist natürlich nicht komplett. Oh, ach du mein Schreck. Der Heli steht natürlich nicht komplett ruhig in der Luft. Eigentlich hätte man darauf kommen können. Ist hier noch jemand? Nee. Oder, ah, doch, da. Fuck. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Mehr da unten. So langsam wird's, aber wir haben auch schon die Hälfte unseres Lebens quasi, also das Helikopterlebens eingebüßt. Okay, was geht jetzt? Was passiert hier? Hallo? Ey. Wie kann denn das sein? Wieso treffe ich denn keinen von denen? Okay. You're on your own from here. Good luck, brother. Eieieiei. Ja, was denn jetzt? Hol das Geld auf dem Dach. Oi, okay. Alles klar. Wer schießt da? Macht das jetzt überhaupt in irgendeiner Form Sinn, dass ich hier komplett rumlaufe? Ich vermute mal eher nicht. Schüsse deuten auch eher darauf hin, dass ich die damit jetzt nicht unbedingt überraschen konnte. Ey, was denn? Von wo schießen die denn auf mich? Geht's denn noch? Fuck. Hätte ich mal gleich an die rechte Maustaste gedacht. Naja gut, aber 20 Rüstung, das kann ich noch verkraften. Irgendwo scheint noch einer zu sein. Die Waffe wechseln, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich will die nicht wechseln. Haben wir da nicht irgendwie schon eine bessere als die Standard? Ich hasse das ja, wenn es geschossen wird, aber man sieht niemanden. Ätzend. Okay, kurzer Orientierungsverlust. Ah. Da geht's wohl rauf, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Ich gehe nochmal rum, vielleicht kann man noch irgendwas Nettes mitnehmen.
Ich hoffe jetzt eher auf eine schöne Waffe oder so, nicht auf ein verstecktes Päckchen. Nö, sieht eher nicht danach aus. Ah, schöne Aussicht von hier. Nett. Sehr, sehr schön. Okay. Was geht da jetzt ab? Ach, das war's schon. Hey, das war doch gar nicht so schwierig jetzt, letztendlich. 2000. Fein. Sturmwarnung vorüber. Alle Brücken zum Festland sind wieder geöffnet. Geil. Ja, super. Na, da hatten wir einen Hänger. Ja, geil. Das ist doch schön. Dann steht uns jetzt die ganze Stadt zur Verfügung. Trotzdem führt uns unser Weg jetzt zum Hotel. Jetzt wird gespeichert und ich denke, das war es dann auch für Teil 5. Oh, und siehe da, das A ist zurückgekehrt. Das heißt, der Bauunternehmer ist wieder da und hat was für uns. Tja, das wird dann... Und das Telefon klingelt. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Wow, okay. Gut. Wir sind mit einem Symbol auf der Map gestartet und enden mit 3, aber das ist doch nett. Vor allen Dingen freue ich mich nochmal was für Colonel Cortez machen zu können. Der war mir bis jetzt doch immer noch der sympathischste. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß zumindest mit meinen fantastischen Vice City Fähigkeiten. Und ja, mir hat's Spaß gemacht. Ich sage auf Wiedersehen und bis bald in Vice City. Macht es gut.